Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Sorry für letzte Runde, irgendwie war die Tonspur weg. I don't know. Entweder habe ich hier aus Versehen einen Shortcut gedrückt und mich gemutet oder es wurde automatisch gemutet oder ich habe genießt, ich weiß es gar nicht mehr, und habe mich dann gemutet. Nee, eigentlich genießt habe ich nicht. Very, very, very strange the things what happens in this. Ich weiß schon. So, wir machen uns mal auf zu dem vermissten Händler. Zu Fuß diesmal. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Platz? Okay, wir können noch einiges mit dazu nehmen. Wir sollten vielleicht die... Warte mal, das mache ich mal eben. Wir haben ja unser Haus jetzt hier. Ich packe das mal in unsere Kiste, weil solange wir kein Pferd haben, brauche ich die Schärpe da nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Kiste. So, ist das unter Sonstiges? Nee. Ach, die Schaufel wollte ich ja auch mal wegpacken. Siehst du? Nein, jetzt habe ich die Schaufel eingepackt. Mann. Schaufel wieder weg. So, Rüstung. Hier, packen wir mal eben rein. Und den Rest ist, glaube ich, okay. Na denn, machen wir uns auf. Bei dieser fröhlichen Musik. Sieht so aus, als hätte es geregnet heute Nacht, ne? Da. Hühner! Bei Hühner muss ich immer an Fable denken. Da hatte ich, glaube ich, auch immer den Namen Hühnerschreck. Ich glaube, den hat man sowieso vom Anfang an, ne? Hühnerschreck? War das nicht so? Na denn auf, dann schauen wir mal. Wir gucken jetzt mal gerade nicht so doll auf die Karte. Guck mal, können wir hier wieder... Nee. Hätte sein können, dass hier... Nicht Plötze, sondern... Wie hieß das Pferd nochmal? Krapfen. Krapfen hier wieder gewesen wäre. Ich glaube, diesmal ist Krapfen nicht da gewesen. So, da hinten in den Wald müssen wir, glaube ich, rein. Ah, es ist wieder so schön. Und da geht die Sonne auf. Ach, herrlich. Ach ja. Mit der Sonne im Rücken laufen wir Richtung Quest. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder eine gute Tat vollbringen. Indem wir dem Händler dann helfen. Und dann würden wir ja... Oh, was ist das hier? Ich dachte, hier wäre ein Lager. Dann würden wir uns ja langsam zurückmachen nach Thalenberg. Und auf dem Weg würde ich nochmal gucken, wegen Alchemie, ob wir da mal uns ranwagen so langsam. Denn ich würde mir ganz gerne diese Retterschnapsdinger selber herstellen und nicht kaufen. Da die ja doch recht teuer sind. Und gerade im LP ist es doch ganz gut, wenn man die dann hat. Ach, guck mal, diese fette Baumreihe hier, das ist schon geil. Und Angeln will ich noch herausfinden, wie das geht. So, aber hier scheint es recht friedlich gerade zu sein, ne? In der Nähe. Sasau ist ja, glaube ich, auch eine recht große Stadt im Vergleich zu den anderen, alleine schon wegen dem Kloster. Da müssen wir dann auch nochmal rein und gucken, was da so abgeht. Oh. Sorry, wenn ich hier gerade so ein bisschen rechts, links. Ich habe gerade mal versucht, ob man gerade auslaufen kann und wie es so in Ego-Shootern manchmal ist, den Kopf drehen kann. Beim Pferdereiten können wir es ja auch machen. Aber hier auf Alt oder Steuerung geht es nicht. So, hier haben wir wieder irgendeine Stelle und da vorne... Wer ist denn da vorne? Was macht der da? Oh, da liegt jemand. Ist das ein Plünder? Nee, was macht der denn? Ach du Scheiße. Hallo? Dorfbewohnerin plündern. Händler. Viel Gesundheit. Was hast du getan? Hey, hast du sie etwa umgebracht? Was versuchst du mir anzuhängen, du Bastard? Du,
Du warst es. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Was treibst du? In der Nähe einer Leiche. In der Nähe eines Mordes. Hä? Ich jage Kumanen. Ich stehe im Dienst von Herrn Ratzig. Ich jag Kumanen. Ich suche Kumanen und töte jeden, den ich finde. Du? Misserfolg. Wohl kaum. Ich habe ein komisches Gefühl bei dir. Aber neue Stufe Redekunst. Ich weiß nicht, ob du es getan hast. Was will man machen? Ich war's nicht. Geh und melde, was passiert ist. Und was hast du hier gemacht? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Oh, was ist denn das da? Du hast die Leiche geplündert. Gib es zu, sonst machst du uns nur noch schlimmer. Ich werde das melden. Ja, wir haben ihn ja entdeckt. Du hast mitten auf der Straße die Leiche geplündert. Na und? Eine Leiche braucht keine Habseligkeiten. Komm, gib's zu. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut. Erfolg. Ich war's. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte nur ein wenig Spaß. Dann hat sie ein Messer gezogen. Ich habe es ihr weggenommen. Und dann... Tja, du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Na schön, gib mir Geld und du kannst gehen. Ich lasse mich nicht bestechen. Ich will nichts von dir. Geh. Ich lass mich nicht bestechen. Nein, ich bin nicht bestechlich. Rennt er jetzt weg? Kann ich den stellen? Lauf, Heinrich! Lauf, Heinrich! Stellen, F. So, jetzt gibt's aufs Maul. Ey! Bleibst du hier? Wer wegrennen will? Kommst du her, mein Freund? Du hast gerade Mord gestanden. Von wegen Spaß. Hä? Ist er tot? Körper auf ihm. Ich hab ihn nur... Was? Er ist doch nur gefallen. Er ist nur gefallen. Er ist doch nur gefallen. Heinrich, was hast du getan? Ich wollte ihn eigentlich knasten, also einknasten. Ach je. Na, so war das jetzt aber nicht gedacht. Tja, was machen wir denn jetzt? Ist er jetzt bewusstlos oder ist er tot? Also ich nehme ihn mal mit und leg ihn hier wieder hin. Ich wollte nur Spaß, sagt er. Ist der tot? Ach, da lebt er wieder. Hey. Jetzt ist er wieder tot. Hui. Was ist denn los hier? Plündern, eh. Groschen 15. Oh, Ritterjagdschwert. Rote Beinlinge. Aber können wir den denn nicht irgendwie... irgendwo hinbringen? Der steht doch wieder auf und rennt weg. Jetzt ist er nackig. Komisch. Keine Ahnung, was man hier jetzt machen muss. So, oh Gott. Gebände. Ich lass das mal eben. Die Arme. Können wir die dann irgendwie wegbringen? Ach, guck ihn dir mal an. Na? Ja, renn weg. Besser ist das. So, was können wir denn mit ihr jetzt hier machen?
Können wir sie hier rauflegen? Das geht, glaube ich, nicht, ne? Komm, dann legen wir sie hier mal rein. Ich will sie jetzt nicht verstecken oder so, aber... Oh, jetzt habe ich sie versteckt. Ey, komm, sie braucht die Sachen ja nicht. Lololo. Oh Mann, ey, Heinrich, ey. Wir kommen sowas von in die Hölle. So, aber wir müssen eigentlich da drüben irgendwo hin. Da wollte ich eigentlich hin. Ganz komische Sache hier gerade. Keine Ahnung mit dem Händler. Oh, aber warte mal, das Schwert. Rüstung. Brauner Filzhut. Was ist das? Ach, guck mal, das können wir noch anziehen. Zack. Und Lederstiefel. Die sind besser. Okay. Rote Beinlinge. Na, die sind nicht wirklich besser. Die machen halt... Ob, naja, die machen mehr sichtbar und... Die, wow, Geräusche. Wir sind so mega laut. Das Hemd hier... Das können wir eigentlich gerade mal austauschen. Oh, das ist... geklaute Ware jetzt. Okay, aber von ihm nicht, ja. So, hier haben wir Ritterjagdschwert. Ist aber schlechter als unsers. Na gut. Nee, dann behalten wir unseres. Weiß ich nicht gerade, was da gerade abgegangen ist. Mal gucken, ob da irgendwann noch was kommt. Oder ob wir das irgendwie melden können oder sonst wie, dass der Typ die umgebracht hat. Oh. Oh. Ist das der Händler? Das sieht ziemlich nach dem Händler aus. Okay. Der hat sich hier irgendwie rein. Geschleift oder wurde reingeschleift. Da unten liegt er. Der wurde überfallen. Oder? Wer ist da? Ist das nur einer oder sind das mehrere? Ich habe ein bisschen Angst, wenn es mehrere sind. Ach komm, wir gehen einfach hin. Zücken unser Schwert. Was ist hier los? Wer ist da? Zur falschen Zeit am falschen Ort. Oh, 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 oh. Alles klar, das könnte ein Problem werden. Hier rüber! Heinrich, pass auf. Okay, wir, warte mal, wir haben wieder ein... Seid vorsichtig! Problem? Wir alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Warte mal, wir müssen die mal ein bisschen auseinanderziehen wieder. Zum Glück haben wir uns vorher geheilt. Weiternehmen. Ah, der ist nicht schlecht, der Typ. Vorsicht mit seinem Bogentyp wieder. Kannst du nicht mehr? Doch, eigentlich schon. Heinrich, Vorsicht. Oh, oh, oh. Mann! Ah, ich hätte... Ja! So. Sein Kumpel hat ihn ins Bein geschossen. So, dich holen wir uns jetzt noch. Komm, du kannst nix. Oh, oh, der kann doch was. Das war gar nicht mal so schlecht. Was hat denn der da für eine fette Axt? Was ist los? Komm schon! Heinrich! Mist! Verdammter Scheiße!
fuck. Konzentration. Ich glaube, wir haben seinen Arm ein bisschen verletzt, ne? Der kann da gerade. Komm, Heinrich, halt durch. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Jawohl. Heinrich, Vorsicht. Oh, es wird knapp. Das wird verdammt knapp. Leck mich doch. Das. Gott, 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 Leute, ich muss mich gerade voll konzentrieren hier. Nimm das. Komm schon. Heinrich hat eine Blutung. Nein! Nein! Mann, das gibt's doch nicht. Ah, Mist, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Das ist das Miese mit diesem Retterschnaps, ne? Wenn du da keinen hast oder keinen nimmst. Ach, jetzt sind wir bei uns im Lager erstmal wieder. Ach, fuck, Mann. Okay. Auf ein neues. Mann, Mann, Mann. Das ist ein bisschen. Haben wir den Retterschnaps dabei? Wir hätten noch einen dabei. Einen einzigen. Dann werden wir den benutzen müssen. Ach, fuck. Mann, das war so knapp. Das war so knapp, ey. Ich brauche unbedingt irgendwas. Ja, aber während des Kampfes kannst du ja, glaube ich, auch nichts nehmen, ne? War das nicht irgendwie so? Dass wir da gesagt haben, geht nicht. So, Heinrich, iss erstmal was wieder. Okay, dann müssen wir das Ganze normal machen. Schade. Ja, tut mir ja leid. Aber so ist das Spiel halt. Dafür kann ich ja dann auch nichts. Ich habe mir echt Mühe gegeben gerade. Mann, ey. Aber wir haben den doch schon ganz gut zugesetzt gehabt. Wir haben echt Glück gehabt, auch dass der andere ihm da seinen eigenen Typi angeschossen hat, ne? Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man damit anfängt. Wenn wir den erstmal irgendwie einen Pfeil reinjagen. Weil ich glaube, dadurch kriegen die Blutungsschaden. Und das könnte uns dann irgendwie helfen, dass die auf Dauer dann irgendwie ein bisschen ja, an Ausdauer verlieren, ne? Weil Ausdauer ist echt das A und O hier. Und wenn wir so angeschlagen sind, dann kann ich halt nicht mehr blocken. Also wenn er mehr Ausdauer hat als ich, dann kann ich halt alles wegblocken, aber dann ist meine Ausdauer zu Ende und er hat noch Schläge. Und dann, naja, hast du ja gesehen, was dann passiert. Dann ist der Heinrich einfach mal ohne Verteidigung. Ist das der, den wir... Das ist aber nicht der Händler, oder? Wer bist du? Was ist denn du für eine Hose an? Was ist das denn? Naja. Wenn es gerade Mode ist, warum nicht? Mich soll es nicht stören. So, aber der Händler müsste jetzt ja hier wieder sein, ne? Und die Leiche plündern. Dann lassen wir die Sachen von der Leiche auch mal liegen. Ich habe das nicht ganz verstanden mit dem Händler. Warum man ihn nicht irgendwie stellen konnte. Ist das hier ein Versteck? Nee. Kein interessanter Ort. Aber ist cool gemacht, ne? Mit so einem kleinen... Zwischenereignisse. Ich weiß nicht, ob die random sind. Ob er jetzt da wieder
mit der Leiche ist oder ob die geskriptet sind, dass die da immer an dieser Stelle liegen. Das werden wir gleich herausfinden. Es kann auch sein, dass das Random-Ereignisse sind, die mal hier und da auftreten. Ich sehe noch nichts. Liegt sie da? Nee, diesmal nicht, ne? Nee. Diesmal liegt hier keiner. Siehst du? Random. Schade. Dadurch verlieren wir die Sachen, die wir gefunden hatten von dem Händler. Oder sind die da noch drinne und haben Spaß, wie er es gesagt hatte? Ist hier wer? Nö. Keiner da. Okay, dann ist das ein Random-Ereignis. Gut. Dann machen wir uns runter. Und dann trinken wir einen Retterschnaps. Da müssen wir aber wirklich zusehen, dass wir langsam Alchemie lernen, damit wir uns die selber herstellen können. Da müssen wir halt ein bisschen Kräuter pflücken gehen. Aber so ist das dann. So, hier sind wir. Dann gönnen wir mal, Heinrich. Hier. So, und dann nehmen wir mal unseren Bogen. Und versuchen mal irgendwie die schon ein bisschen zu damagen. Damagen. Steht da. Erwischen wir den? Der war nicht schlecht. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Okay, hat nicht so gut geklappt mit dem Bogen. Ey, ich hab geblockt. Na, immerhin den zweiten hat er geblockt. Oh, sehr gut, Heinrich. Vorsicht, Block. Ach, keine Ausdauer mehr gehabt. Okay, konzentriert. Jawoll! Du gewinnst. Ich gebe auf. Nächster. Weg mit dir. Okay, sieht besser für uns aus. Ja! Überwältigt! Ach, das war super. Der hat nämlich gerade versucht, seinen Bogen wegzupacken. Ach, das lief super diesmal. Wir bluten nicht mal. Okay, was haben sie denn? Eine Bartaxt hatte der. Okay, der hat einen guten Bogen. Ein Hornstrauch, Jagdbogen. Kleines Schmiederset. Okay, Pfeile, Verband. Ja, nice. Ich glaube, wir sind gleich wieder überladen, aber egal. So, was hat er? Truchenschlüssel eines Banditen. Wo ist denn seine Waffe? Sein Streitkolben ist irgendwo noch. Wo ist denn der hingerollt? Da liegt er. Geh mal weg hier. Was? Schwarzes Schild. Oh ja, das war ja auch noch. Stimmt, der hat ja ein Schild gehabt. Und hier sein Streitkolben. So, damit sind wir überladen. Hast du hier auch noch irgendeine Waffe fallen lassen? Ne, den Bogen haben wir ja, ne? Okay. Waffen. Guck mal, 59. Der ist besser. Warum ist Fernkampf schlechter? Fernkampf? Oh, Fernkampf ist ganz schlecht damit, aber warum?
Vielleicht, weil der einfach noch zu krass ist, um ihn zu benutzen für uns. Oder weil wir an den Bogen geübt sind. Das weiß ich nicht. Ha. Müssen wir mal gucken. Hier ist seine Bartaxt. Er mit seinem Knüppel. Der macht ordentlich. Aber wir machen mehr Stich und mehr Wucht. Aber das Schild hier. Sogar noch intakt. Schwarzer Schild. So, wie sieht's aus bei Rüstung? Was hatte er hier? Bürgerliche Schlappen. Geflickte Beinlinge. Okay. Gepolsterte Haube. Ach, guck mal hier, die ist sogar besser. Na super, Heinrich. Schön siehst du aus. Okay, die Kettenhaube nicht. Oh, hier. Schöne, dicke Handschuhe. Charisma 5. Und Armrüstung. Gut, Leinen brauchen wir nicht. Plattenbogenkacheln. Ja, ist aber weniger. Was haben wir denn hier noch? Beinkettenpanzer. Den könnten wir noch anlegen, wenn wir einen finden. Das ist Körperkettenpanzer. Haben wir keinen Körperkette? Nee, ne? Doch, hier. Aber ist kaputt. Egal. Macht Charisma mehr. Und einen auf Körperschutz. Okay, aber für die Beine haben wir nichts. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Sachen mal reparieren irgendwann. Jetzt sind wir natürlich erstmal wieder ein bisschen langsamer, weil wir überladen sind. Jetzt habe ich das Pferd nicht dabei, aber nicht weiter dramatisch. Dann müssen... Ja, wir laufen ja. Ich habe kein Problem mit Laufen. So, neuer, hier ist der Händler, ne? Martin Witzek, da ist er. Rote Beinlinge. Warum gilt es denn als Stehlen? Der Junge ist tot. Bürgerliche Haube. Rote Beinlinge waren das, ne? Da. Und sein Hut. Das sieht auch gut aus. Okay, hier die Truhe. Aufschließen, Schlossknacken leicht. Wir können sie aufschließen. Ich würde trotzdem Schlossknacken versuchen, damit wir unsere Fertigkeiten dabei weiter skillen. Auch wenn wir den Schlüssel haben. Den Schlüssel hat man, glaube ich, nur, damit man auf jeden Fall rankommt. Oh Gott, da ist ja auch noch eine Menge drin. Französische Altarkerze, Glaskelch, braune Beinlinge. Was? Bruoch. Leinenhemd. Silberkelch. Rüstung. Hier ist er. Den brauchen wir. Moldavit. Wolfsstoff. Oh Gott, wir sind elendig überladen. So, dann ist mal was. Und dann schleifen wir uns mal langsam zurück. Hier könnte man schlafen, aber nicht speichern. Nur schlafen ist möglich. Wir sind jetzt echt lahm. Naja, machen wir so einen kleinen Spaziergang. Das wird auf jeden Fall ein gutes Stück dauern jetzt. Bis wir wieder zu Hause sind. Aber das ist es mir wert, die ganzen Sachen mitzunehmen. Damit wir die vertickern können. Und vor allen Dingen alles, was wir hier liegen lassen, könnten ja wieder irgendwelche anderen Banditen finden, ne? Mein Freund. Hab da einfach den Händler umgebracht. Tja, und nichts übrig gelassen. Na, obwohl übrig gelassen haben sie ja was. Oh Gott, wir sind echt lahm. Wie viel sind wir denn überladen? Alter, ist aber auch ordentlich überladen. Ich hoffe, er holt sich hier jetzt nicht irgendwie einen Bruch oder sowas. Die braunen Beinlinge. Ja.
Ach, bürgerliche Schlappen machen mehr Rüstung als diese gepanzerten Dinger, die wir gerade anhaben? Haben wir denn überhaupt? Oder war das in der Runde davor? Was haben wir denn an Fuß hier? Arbeitsstiefel? Nee, das war in der Runde davor. Na komm, dann nimm hier. Jetzt haben wir hier so eine komischen... Diese Schuhe, die so nach oben gehen vorne, ne? Mit diesen, keine Ahnung, warum war das überhaupt so? Dass die damals so nach oben gegangen sind, diese... Ja, was man dann beim... Clowns oder sowas. Also, ich denke da immer an Clown. Nicht Clown, aber hier so hofnah oder sowas. Die hatten doch auch immer diese komischen Dinger an. Gott. Wir werden echt einen Moment jetzt unterwegs sein, Leute. Dann hoffe ich, ihr habt genug Ausdauer, um mal ein bisschen so die Landschaft zu genießen. Denn ich will echt ungern die Sachen hier lassen. Dann sollten wir wirklich langsam mal mit dem Alchemie-Zeugs anfangen. Denn ich glaube, so einen Retterschnaps werden wir nicht gleich von Anfang an brauen können. Da müssen wir bestimmt erstmal ordentlich skillen, bis wir dazu kommen. Und apropos skillen, wir sollten da sowieso dann irgendwann mal demnächst wieder reingucken, weil wir haben ja doch schon ein paar Fertigkeiten verbessert. So, ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht wieder irgendein anderes Zufallsereignis kommt, wo mich irgendwelche Leute überfallen, weil so überfressen und überladen, wie wir gerade sind, würde das Kämpfen dem guten Heinrich wohl doch etwas schwer fallen. Und mit Rennen ist gerade mal einfach gar nichts. Was ich nicht ganz verstehe, ist wirklich mit dem Bogen. Warum ist denn der andere Bogen so viel schlechter im Fernkampf? Wobei er doch vom Wert her sehr viel besser ist. Oder ist das ein Kurzstreckenbogen auf Nahkampf? Ich weiß es nicht. Ob es da Unterschiede gibt? Bögen für eher Nahkampf, Bögen für Fernkampf? Ich kann es mir eher vorstellen, dass wir vielleicht nicht genug Kraft haben, um die Sehne zu spannen von dem neuen Bogen. Und daher ist das Fernkampfding da so schlecht? Ach, schön, wie man jetzt hier spazieren. Einfach mal, boah, Gott, die Seele baumeln lassen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir haben gerade schon wieder zwei Menschen ermordet. Es war zwar in Selbstverteidigung, aber... Ne, ermordet haben wir sie in dem Sinne dann nicht, aber wir haben sie umgebracht. Zwar in der Selbstverteidigung, aber trotzdem macht's die Sache natürlich auch nicht besser für den Heinrich. Ich glaube, der... Es waren ja auch keine Kumanen oder sowas, sondern einfache Banditen. Und der Heinrich hat ja schon Albträume, ne? Von den Kumanen und seinem Vater, wo er sich selber quasi ein schlechtes Gewissen einredet, dass er ihm nicht geholfen hatte. Was ja gar nicht stimmt, der Vater hat das ja nie gesagt. Das bildet sich der Heinrich selber ein, weil er sich Vorwürfe macht, Schuldvorwürfe wahrscheinlich. Naja, was willst du machen? So, Saso sollte über dem nächsten Hügel erkennbar sein. Dann haben wir es nicht mehr allzu weit. Ich hoffe, der Heinrich bricht mir hier jetzt nicht vollends zusammen. Glücklicherweise haben wir keine Blutung oder sowas. Da habe ich ja echt ein bisschen Angst vor, wenn da ist Saso. Wenn sowas mal ist. Dass ich nicht genau weiß, wie ich die verbinden soll, dann die Blutung. Gut, ihr Lieben, dann laufen wir in der nächsten Runde nach Sasau zurück. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Haltet durch, genießt lieber einfach ein bisschen mal die Landschaft hier. Es ist doch gerade so ein schöner Tag. Wir müssen ja nicht immer rennen und flink sein. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn, bye bye.
wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan.